Ansbach ist eine kleine Stadt im Herzen Mittelfrankens. Dennoch kann sie sich über ein eigenes Theater freuen. Hier finden im Jahr mehrere Aufführungen statt. Neben klassischen Theateraufführungen kann man auch Gastspiele, Puppenspiele und Musikaufführungen besuchen. Eine besondere Mischung aus letzterem und der klassischen Theateraufführung ist das Stück »Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten«, das ohne Dialoge auskommt und die Schauspieler zugleich mehrere Rollen übernehmen müssen. Untermalt wird das Ganze mit Musik. In unserem Beitrag wollen wir einen Einblick geben, welche Herausforderungen auf die Schauspieler zukommen und was sich hinter den Kulissen eines Theaters abspielt. Also die Herausforderung ist in dem Stück ganz sicher der schnelle Umzug von einem Kostüm ins andere und dann halt auch, man muss sich merken, in welcher Reihenfolge, von welchem Bühnenaufgang man kommen muss. Also das ist wirklich herausfordernd. Also der schönste Augenblick war eigentlich, wie man so festgestellt hat, jetzt ist das Stück fertig, also jetzt sind alle Rollen verteilt. Und jetzt kann man sich mal drauf konzentrieren, auf seine eigenen Rollen und auf das Umzugsgeschehen und so. Das war schön. Und natürlich ist es schön, wenn man sieht, jetzt mit der Beleuchtung und mit den Musikeinspielungen, dass das Ganze noch so rund wird. Das macht Spaß. Also gerade die Demiere ist so ein Abschied nehmen, einmal von den eigenen Rollen und natürlich auch von den Mitspielenden. Weil, ja, man hat sich jetzt doch sehr intensiv gesehen, seit, ich glaube, 2 Wochen jeden Tag. Und dann ist das irgendwann mal weg. Und natürlich auch das Ganze drumherum, Lampenfieber und so weiter. Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, ist ja komplett ohne Sprechen, ohne Text, den man auswendig lernen muss. Das sind ja Figuren, die über die Bühne laufen. Und die Herausforderung dabei ist eben, die ohne Sprache zu jeder Figur eine eigene Geschichte oder einen eigenen Charakter hinzuzufügen, ohne dass es einfach nur ein Kostüm über die Bühne tragen ist. Also sehr viel gedankliche Arbeit und so weiter. Ich finde, dass die Interpretationsart sehr schön ist von dem Stück. Also, weil es gibt ja da viele Interpretationen, die man sich da anschauen kann. Es gibt da rein schauspielerische, also, weil das, also so halt körperlich schauspielerische, Interpretationen, dann gibt es da tänzerische Interpretationen, akrobatische, es gibt alles mögliche, Tanztheater und so. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Mischung aus allem Möglichen, weil wir haben ja Tänzerinnen, wir haben Akrobaten, wir haben Kinder. Also ich finde, das ist eine schöne Mischung aus allen möglichen Arten des Schaustellens. Ja, das Wichtigste ist, also auf die Rolle selber vorbereiten, ist eigentlich, macht man eigentlich kaum, also ich persönlich, sondern da ist wirklich vor allem das Wichtigste, davor abzuklären, wo die Kostüme hängen, weil einfach man bei vielen Rollen schon 3 Rollen weiterdenken muss, um zu wissen, wo die Kostüme hinkommen. Weil zum Beispiel gibt es eine Rolle, da muss ich im Teil des Trauerzugs schon mein T-Shirt von 2 Rollen später anhaben, einfach weil ich sonst keine Zeit habe, dass später anzuziehen, weil das wirklich dann sehr knappe Umzüge einfach sind. Die Herausforderungen im Stück, das tatsächlich einfach sind diese vielen verschiedenen Rollen und einfach auch eher dieses Organisatorische dahinter. Spielerisch würde ich sagen, ist das eher ein sehr einfaches Stück für die meisten Rollen, vor allem jetzt eher die Rollen, die ich eher als Teil der Statisterie habe. Da ist dann wirklich eher dieser Aufwand drumherum, das Organisieren, welche Umzüge hinkommen, die Umzüge auch teilweise rechtzeitig zu schaffen, weil das wirklich extrem schnell gehen muss. Und vor allem auch leise, weil man die Seitenbühne ist offen und dadurch kann man wirklich alles eigentlich raushören. Und da muss man wirklich versuchen, so schnell wie möglich, so leise wie möglich sich umzuziehen. Und einfach genau dieser organisatorische Aufwand dahinter, der ist wirklich noch, ist eine kleine Herausforderung. Das Schönste im Verlauf
von diesem Prozess des Stücks ist, zu sehen, wie das langsam zusammenkommt. Vor allem ganz am Anfang, wenn man die Stücke hat und die einzelnen Bilder, das ganze Stück ist ja in verschiedene Bilder aufgeteilt, quasi Szenen. Am Anfang beschreibt der Dramaturg, der Regisseur einfach nur grob, wie er sich das vorstellt. Und dann denkt man sich teilweise, was das für ein Quatsch sein soll. Und dann ist das einfach immer total cool zu sehen, wie die Szenen so langsam zusammenwachsen und einfach dieses Stück ergeben. Das ist eigentlich mit das Coolste. Und wie anders dann aber auch oft die Szenen aussehen, als wie man sie dann sich davor vorgestellt hat. Man bereitet sich am besten auf eine Rolle vor, indem man sich zu Hause auch im Privaten vorm Spiegel stellt, googelt, wie sich bestimmte Dinge ablaufen oder sich in ein Café sitzt und Menschen beobachtet. Und so lernt man einfach Abläufe kennen von bestimmten Personen. Oder wenn man auch, sage ich mal, tierische Rollen hat, kann man sich die anschauen und vielleicht was übernehmen. Also Herausforderungen, sich auf eine Rolle vorzubereiten, sind eher so, sage ich mal, außergewöhnliche Charaktereigenschaften. So menschliche Dinge hat man vielleicht schon im natürlichen Intus, sage ich mal, aber so außergewöhnliche Dinge muss man schon öfters üben, Bewegungsabläufe abchecken. Das sind Herausforderungen, ja. Also für mich persönlich sind die Anfangszeiten einer Probe immer die schönsten Zeiten, weil da ist man immer ganz gespannt, wie das Stück überhaupt aufgebaut wird, welche Rollen man bekommt. Gegen Ende ist natürlich auch schön, aber da überwiegt die Anfangszeit eher mit den schönen Momenten, weil da freut man sich jedes Mal auf die Probe. Was darf man heute spielen? Wer ist man? Was macht man? Ja. Also die Gedanken vor der Premiere sind, denke ich, je nach Stück unterschiedlich. Das Stück des Wertspielen ist ja ohne Gespräche, sage ich mal, sondern nur über Tun und Machen. Und da denkt man sich schon, ist das Kostüm auf der richtigen Seite? Klappt das? Klappt der schnelle Umzug? Das sind eher die Gedanken, die jetzt auch aktuell in meinem Kopf drin liegen. Also ich denke, wenn man das Stück zum letzten Mal spielt, ist schon ein bisschen Wehmut dabei, weil man sich ja echt 6 Wochen lang kontinuierlich auf die Rolle vorbereitet hat und dann das zum letzten Mal auf den Punkt zu bringen, ist echt dann traurig, denke ich. Es lohnt sich, dem Theater Ansbach einmal einen Besuch abzustatten.